Sachsen setzt auf Sport. Der traditionelle Neujahrsempfang des Ministerpräsidenten Stanislaw Tillich stand in diesem Jahr unter dem Motto Sport in Sachsen auf breiter Basis Spitze. In 2013 und 2014 stellt der Freistaat jährlich rund 48 Millionen Euro für die Sportförderung zur Verfügung. Ja, Sport vermag jungen Menschen eigene Werte zu geben. Disziplin, Einsatzbereitschaft, Leistungs- und Durchsetzungswillen. Und natürlich auch, dass man lernt, dass es nicht nur Erfolge gibt, sondern dass es auch Misserfolge gibt. Und mit diesen umzugehen, das lernen junge Menschen im Sport zuerst. Und das können sie natürlich auch im späteren Leben immer wieder mit verwerten. Erstmalig verlieh der Ministerpräsident drei Sportvereinen die Dankurkunde. Für den Verein Aktive Senioren Leipzig e.V. gab es in der Margon Arena großen Beifall. Kein Handball ohne Spieler, kein Unternehmen ohne Nachwuchs. Deshalb haben sich Sport und Wirtschaft in ein Boot gesetzt. Der Freistaat fördert das Projekt. Der Hintergrund ist ja, dass wir eine emotionale Bindung zwischen den Sportlern und der ortsansässigen Wirtschaft herstellen wollen. Und das gelingt natürlich nur, indem man in die Unternehmen reingeht und dass die Sportler sehen, was machen die Unternehmen eigentlich, womit beschäftigen die sich. Und dass es nicht nur eine Frage ist, wir brauchen Geld, sondern dass man auch hier eine gewisse Bindung erzeugt. Bei den Unternehmen arbeiten auch wieder Eltern, da arbeiten Übungsleiter von uns. Und diese Bindung wollen wir herstellen. Und da sehen wir eigentlich langfristig den Mehrwert für beide Seiten, sowohl für die Unternehmen wie für den Verein. Wir hoffen uns, dass der Nachwuchs in der Gegend bleibt, dass wir entsprechend Auszubildende kriegen. Und weil für uns ist sowas immer von Riesenvorteil, wenn die Jugend aus dem eigenen Ort kommt, mit dem Unternehmen auch verbunden ist, mit dem Sport verbunden ist. Und sowas hilft uns auch in der Zukunft. Für die Olympiasiegerin Tina Dietze und frisch gekürte Sportlerin des Jahres 2012 ist Sport einfach alles. Ich bin wirklich mit Sport aufgewachsen, von klein auf. Und Bewegung, Begeisterung, also Sport ist halt momentan einfach mein Leben. Die sächsische Staatsregierung hat im Doppelhaushalt 2013-14 die bisher größte Summe für die Sportförderung eingeplant.